Und er erwähnt dann hier einen weiteren Vers, und zwar die Aussage Allah Ta'alas in der Surah Al-Hadid, wa huwa ma'akum aynama kuntum, und er ist mit euch, wo immer ihr auch seid. Aynama kuntum, wo immer ihr auch seid, das ist ein allgemeiner, genereller Ausdruck, das heißt, wo immer ihr auch seid, ob es hoch ist, tief ist, im Hellen ist, im Dunklen ist, er ist mit euch. Und was heißt er ist mit euch? وَمَعْكُمْ يَعْنِي ist er mit euch im Sinne seines Wesens, mit seinem Wesen überall präsent. Das ist nicht gemeint mit Konsens der Gelehrten. Das Wissen, der Vers handelt um das Wissen. Und wenn du dir den Vers im Kontext anschaust, im ganzen Kontext, Surah Al-Hadid, was davor und danach steht, wirst du das, unmissverständlich erkennen können, dass der ganze Vers und was vor ihm ist und nach ihm ist, alles um das Wissen handelt. Ja, Allah Ta'ala sagt in der Surah Al-Hadid, der die Himmel und die Erde erschaffen hat, fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-'arsh, der die Himmel und die Erde in sechs Zeitphasen, ich übersetze das als Zeitphasen, weil das Wort Tage suggeriert dem einen oder anderen vielleicht, dass es diese Tage sind, 24-Stunden-Phasen, aber das geht ja gar nicht. Weil diese Tage ergeben sich ja aus den Bewegungen der Himmelsgestirne, Mesh, und wenn sie noch nicht geschaffen waren, dann konnte es auch keine 7 Tage in diesem Sinne geben. Also sind damit 7 Zeitphasen gemeint. Und dann sagt er, يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ, er weiß, was in die Erde hineingeht. وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا, und was aus ihr hervorkommt. وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا, und was aus dem Himmel, vom Himmel herabsteigt und was zum Himmel emporsteigt. Und dann sagt er, وَهُوَ مَعَكُمْ, und er ist mit euch, wo immer ihr seid. Es geht überall ums Wissen. Das Wissen darüber, was auf der Erde passiert, das Wissen darüber, was im Himmel passiert. Und dann kommt dann kommt das mickrige Geschöpf. Also erstmal kommen die großen Dinge, die Himmel und die Erde. Und wenn Allah Ta'ala hiermit wird gesagt, wenn er einen Überblick über all diese Dinge hat, die immens groß sind, und ihr dagegen die kleine winzige Ameisen seid, dann erst recht hat er Kunde über euer Tun und was ihr tut und was ihr lasst. Na, wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Und der Vers wird auch dann so abgeschlossen. Schluss des Verses auch wieder Wissen. Anfang des Verses Wissen, dann kommt die Sache, er ist mit euch, und dann wird der Vers wieder abgeschlossen mit dem Wissen. Wallahu bima ta'maluna basir. Und Allah ist dessen, was ihr tut, kundig. Das Wort al-basir wird unter anderem auch verwendet, um auszudrücken Wissen, aber auch, dass er euch sieht oder sieht, was ihr tut.